Diese Woche ist die große Golfsportwoche auf Antenne West und zum Golf gehört natürlich ein Schläger dazu. Ich habe schon viel gehört, Wedge, Eisen, Holz, aber was ist das genau? Und deswegen habe ich mir mal einen Mann vom Fach geholt, Alex Vescheren, die große Nachwuchshoffnung hier in der Region in Sachen Golf. Alex, du bist der beste Mann hier in dem Golfsportclub. Kannst du mir mal erklären, auf welche Schläger es besonders ankommt? Na klar, hier ist der Driver. Der gehört ja zu den Hölzern. Und damit sind eigentlich die Längen zu erreichen. Ich schlage den hier um die 270 Meter. Wieso heißt der Holz? Der ist ja nicht aus Holz. Ja, aber die früher wurden die alle nur aus Holz gespielt. Und deshalb auch der Name Holz. Also, um jetzt Weite zu erreichen, brauchst du dann auch, sag ich mal, so einen großen Kopf und einen großen Angriffspunkt. Genau, genau. Okay, welche Schläger gibt es noch? Ja, da haben wir noch die Eisen hier. Die sind eigentlich für den mittleren Teil des Spiels. Da erreicht man von Weiten von 50 bis 200 Metern, sagen wir mal. Und das sind für eigentlich aufs Grün aufzuspielen, ja genau. Also um nah ans Ziel ranzukommen. Und wenn du ganz nah an dem Loch dran bist, was nimmst du da für einen Schläger? Da haben wir den Wedge, das ist eigentlich ein Schläger, damit man Höhen bekommt und damit der Ball nicht so zu weit rollt, damit er genau liegen bleibt. Was machst du jetzt, wenn du ganz nah vom Ziel bist, ein, zwei Meter vom Ziel? Gibt es da auch nochmal einen besonderen Schläger? Ja, da haben wir hier den Putter, der ist eigentlich mit einer ganz flachen Fasse und die wird dazu benutzt, um den Ball ins Loch zu schlagen. Ja, eine Frage, die stellt sich mir noch die ganze Zeit. Ich gucke hier auf deine Schlägertasche und da sehe ich mir diesen Apparat. Was ist das? Erklär mal kurz. Ja, damit rechne ich meine Distanzen, damit in meinen Trainingsrunden dann sehe ich eigentlich, wie weit die Fahne eigentlich von mir entfernt ist und dann weiß ich auch genau, welchen Schläger ich nehmen muss. Also praktisch schon ein Distanzmesser, wo du siehst, das sind 200 Meter noch bis zum Loch. Genau. Darfst du den auch im Wettkampf benutzen? Eigentlich in Europa glaube ich, dass nicht erlaubt ist, aber für die Trainingsrunden, na klar, aber nicht in den Turnieren. Und in den Vereinigten Staaten, da ist es erlaubt, ja. Eine Frage noch, hier ist es ja gerade so ein bisschen windig. Du musst den Wind auch beachten beim Golf. Dir nützt der beste Schläger, glaube ich, nichts, wenn das zu windig ist. Kannst du erklären, ja. Gibt es da Tipps und Tricks, die man so hat als Golfer? Ja, hier eigentlich, wenn ich hier den Wind messen würde, da würde ich ein bisschen Gras so in die Luft schmeißen, da weiß man genau von wo die Luft kommt und dann kann man sich auf den Schlag vorbereiten. Ja, ich würde sagen, wir haben in Sachen Golf einiges dazugelernt, also auf den Schläger kommt es an, den Wind richtig berechnen und ein Distanzmesser fürs Training ist auch nicht schlecht.